Auf der Unterstraße in Duisburg-Östrum herrscht heute Gänsehautalarm. Hier hat Sven Wagner sein Zuhause in das schaurige Holmes Hotel verwandelt. Die Besucherinnen und Besucher müssen stark sein. Sie erwartet eine Begegnung mit dem Urenkel des Killer-Hotelinhabers Henry Howard Holmes. Wagner hat in seinem Garten das berüchtigte Hotel nachgestellt. Zum ersten Mal setzt er dabei auf eine wahre Geschichte, die nichts für schwache Nerven ist. Wir erzählen die Geschichte des Henry Howard Holmes, der in Chicago gelebt hat, 1893, zur Weltausstellung und hat ein Hotel gebaut und hat da drin die Leute ermordet. So, und das Thema fanden wir ganz gut im Team und haben gesagt, das machen wir. Aber wir machen nicht in diesem Jahr, sondern wir machen das halt, dass es anfängt dieses Jahr. Und deswegen spiele ich dann den Urenkel und der baut das Hotel wieder auf. Und dann verändert sich das halt alles ein bisschen und die Leute sind dann doch nicht da, wo sie eigentlich hin wollten. Schon früh entdeckte Wagner seine Leidenschaft für Horror und Grusel. Zuvor sorgte er an verschiedenen Schauplätzen für Gänsehaut. Dabei geht es ihm nicht nur ums Erschrecken, sondern auch um das Erlebnis, das die Gäste mit nach Hause nehmen. Seine Familie war anfangs kein großer Fan von Halloween, doch seine Frau unterstützte ihn schließlich, den Horror in die eigenen vier Wände zu bringen. Nun kann Wagner seine Ideen voll entfalten und hat Freude daran, jung und alt durch verschiedene Räume zu führen. Ich habe im Moviepark gearbeitet am 31. vor 3 Jahren und war nicht so begeistert von den Gästen. Die haben sie ein bisschen daneben benommen und bin nach Hause gekommen und habe zu meiner Frau gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, lass uns das doch hier machen. Und da sie eigentlich nicht so begeistert ist von Halloween, habe ich gesagt, gibt es mir das schriftlich? Ja, warum denn nicht, wir machen das. Ja, und dann habe ich es umgesetzt und dann machen wir das seit jetzt ins dritte Jahr. Und auch im dritten Jahr ist die Aktion ein voller Erfolg. Dass das Spektakel beliebt ist, zeigen die Besucherzahlen. Alle Zeitslots waren schnell ausgebucht, denn alle wollen sehen, was sich Wagner in diesem Jahr einfallen lassen hat. Zwischen 18 und 24 Uhr herrscht heute Hochbetrieb. Und Wagner sorgt dafür, dass jede Ecke seines Holmes Hotels zum Leben erwacht. Unterstützt wird er dabei von rund 20 freiwilligen Erschreckern, die sich mit viel Enthusiasmus ins Halloween-Abenteuer stürzen. Dirk Schimpf, ein guter Freund Wagners, hilft nicht nur beim Erschrecken, sondern auch beim Aufbau. Also es fängt an mit dem Aufbau. Der Aufbau, es kommt immer wieder. Am Anfang steht man in zwei leeren Zelten oder sonst wo und denkt, wie können wir es machen? So, und je mehr wir bauen, umso mehr kommen die Ideen. Und da ist schon der Nervenkitzel, wo können wir Gänge bauen, wo können wir kleine Verstecke machen, wo können wir durchkommen und so. Und natürlich dann, das Highlight ist natürlich der Halloween-Tag, wo wir dann wirklich, wir legen nicht so viel Wert drauf auf Splasher. Wir legen eher Wert drauf, dass die Gäste auch ein bisschen ein schönes Ambiente haben und natürlich auch erschreckt werden. Das ist der Sinn der Sache. Ne? Aber dass die Gäste sich auch wohlfühlen und immer wieder kommen zu uns. Bei Wagner sind Horrorfans jeder Altersgruppe willkommen und der Spaß am Erschrecken geht wohl auch im nächsten Jahr weiter. Denn auch nach diesem Halloween hört der Grusel in Östrum nicht auf. Wagner schmiedet bereits Pläne für das kommende Jahr. Schon jetzt stehen die ersten Ideen fest und er weiß, in welche Richtung das nächste Labyrinth gehen soll. Die Generalprobe ist bestanden und Wagner sowie sein Team fiebern den Hotelgästen entgegen. Der Halloween-Horror in Duisburg-Östrum kann nun beginnen.